Grüß euch, Leute. Update vom Schnaggelbaggel. Der Name vom Hund nennen wir eigentlich nicht. Erstens mal hört er fast nicht auf den Namen. Und zweitens, falls er wirklich bei uns bleiben kann, wird er einen anderen Namen kriegen. Das haben wir schon beschlossen, gell, du kleine Ratte. Wir haben gerade wieder Diskussionen gehabt mit dem kleinen Mann. So, das Einschränken passt ihm gar nicht da. Aber das sind nur immer so kleine Wutausbrüche. Also im Großen und Ganzen nimmt er das voll cool und voll locker. Ich und Tanja, wir haben schon gelacht. Der geht schon alleine wie ein Einser. Er führt sich nicht auf. Er wirkt so brav. Würde man ihn nicht von vorher kennen, würde man es nicht glauben. Und jeder, wo das sieht mit uns, mit den Videos, mit dem Hund, der wird sich ins Fäustchen lachen und sagen, der Kreiser, der Hund redet scheiße. Aber ich glaube, der eine oder andere schaut sich ja die Videos an, wo bei uns im Kurs war, Modul 1 und 2, wo der, also im Modul 1 war er nur dabei, im 2er war er noch gar nicht dabei. Die Leute vom Modul 1, die kennen den kleinen Mann noch und wissen, was das für ein Terrorist eigentlich ist. Ja, also der täuscht, der möchte uns ganz brutal täuschen. Was uns aufgefallen ist, er ist hochintelligent. Also der ist sicher so geil intelligent. Ein Grund, warum sich die Menschen schwer tun mit so einem Hund, wenn er fast gescheiter ist wie der Mensch, gell? Soll keine Beleidigung sein, aber es liegt nicht jeder Hund jedem Menschen. Und da kommen auch viele Sachen, weil es ist einfach so, der Mensch sieht den Hund nur mal wirklich als Hund. Ich habe es gerade heute wieder gesehen, wir haben einen Problemhund, laut Besitzer einen Problemhund, sehr territorial, aggressiv, fast nur mit Maulkorb und Halti führbar. Wir haben da ein bisschen geredet heute und auch da sind wir wieder drauf gekommen, dass man es einfach zu gut gemeint hat mit diesem Hund. Und er zu viel Freiheiten gekriegt hat und somit ist er einfach ein kleines Arschwurm, wo nicht führbar ist, wo sich aufführt, wo gern übernimmt. Man war ja in Hundeschulen, war man, nur waren das entweder die volle Weichspülerfraktion oder die andere Schiene, wo alles ignoriert. Auch da sage ich euch, Leute, für Fehlverhalten dürfen wir nicht ignorieren, nur ein Teil. Aber was man ignoriert, ist eigentlich nicht erlaubt für den Hund. So, was wollte ich eigentlich sagen? Und zwar verliert der Mensch ein bisschen das Gefühl für einen Hund. Es ist ein Hund und man sollte einem einfach am Anfang nicht zu viel Freiheit geben, nicht zu viel Liebe geben. Ich habe schon mal gesagt, sie verarschen euch sehr gern. Wir unterscheiden auch immer gern zwischen dem Liebhaber, dem Hundeliebhaber, und dem Hundekenner. Der Hundekenner geht anders um mit dem Hund wie der Liebhaber. Der Liebhaber überschüttet die Hunde mit der Liebe, Zuneigung. Nur Hund, Hund, Hund. Der Kenner, der sieht es mit anderen Augen. Gell? Also es ist so, ihr dürft die nicht immer mit Liebe überschütten. Ich sehe jetzt hier, wie ich es heute am Nachmittag auch gesehen habe. Ich sehe hier 40% Genetik. 20% falsche Ernährung, weil der kleine Mann kriegt immer noch Welpenfutter, da ist so viel Energie drinnen, was der oft gar nicht abarbeiten kann. Und dann sind wir bei 60% und 40% menschliches Versagen bezüglich der Erziehung, bezüglich der Freiheit, dem Gutmeinen und Schlechttreffen, kommt der Mensch eigentlich auf 60%, wo er es verkackt. Ja. Die 20%, wo es meistens falsch gefüttert werden. Und der Rest sind Erziehungsfehler. Sei es zu wenig Ruhe. Ah, lustig, jetzt kriegt er gerade einen Anfall. Super. Sei es zu wenig Ruhe. Sei es das falsche Futter. Sei es die falsche Erziehung. Ja, dass man den nur nett erzieht. Man kann Hunde, es gibt Hunde, die kann man nur nett erziehen. Ja. Aber es gibt auch welche, die kann man nicht nur nett erziehen. So, da kommt er schon ein bisschen ins Frustverhalten rein, weil ich halte ihn kurz. Er darf nicht überall hin, er darf sich hier nicht selber bespaßen in unserem Garten. Der muss zuerst lernen, bei mir gehorsam zu sein, bevor er überhaupt auch Freiheiten kriegt.
So, jetzt lassen wir ihn da mal. Der eine oder andere möchte meinen, das ist witzig, was er jetzt macht. Er hat es fein. Nein, er versucht aus der Situation rauszukommen. Ich halte den kleinen Mann einfach mal kurz. Würde ich ihn jetzt laufen lassen in diesem Zustand? Der rennt mir um und um, der wird witzig. Ich muss ihm nachlaufen, ich muss ihm rufen. Wird alles überbewertet. Leute, Freiheit wird überbewertet, wenn der Hund noch nicht damit umgehen kann. Ihr dürft dem Hund erst Freiheiten bieten, wenn der damit umgehen kann, wenn er auf euch hört. Nochmal, wie der ist heute, der Hund ist schwer territorial gewesen. Ja, müsst ihr euch nicht wundern. Er hat keine fixe Ruhezeiten, er hat die falsche Ernährung, er hat den ganzen Tag den Garten, die Wohnung, das Haus frei zur Verfügung und das schon seit Welpen. Ja, das ist ein Mischling. Ah, dort haben wir wieder die 40% Genetik, 20% falsche Ernährung und 40% menschliches Versagen. Menschliches Versagen oft nur, weil man es euch auch nicht erklärt. Es sagt euch keiner. Es sagt euch keiner, bind ihn mal an, halt ihn mal kurz, sag ihm mal nein, hör auf. Wie jetzt auch, ich sage nein, hör auf, Schluss. Er darf sich da gar nicht so weiter einspulen. Das darf ich schon mal kleiner Hund sagen. Das sind keine behinderte Leute. Ihr erzieht euch einen Hund und keinen Welpen und sie sind nicht behindert. Den darf man Nein sagen, den darf man sagen, jawohl, das magst du gut, aber auch mal Nein sagen. Regeln, Grenzen, das gehört so dazu ins Leben der Hunde, Leute, das gehört einfach dazu. Ja? Und das Frustrationstraining, der kleine Mann, dem geht's da zu lange, der Eide redet, genießt die Landschaft. Ui, lass uns blödeln, lass uns Action machen, lass Party machen. Nein, es gibt hier jetzt keinen glücklichen Pagel. Ich möchte zuerst einen zufriedenen Pagel, der auf mich hört. Und wenn er das ist, dann darf er glücklich sein. Ihr gebt denen immer zu viel Liebe, zu viel Freiheit und dann kommen ganz viele Auffälligkeiten. Sei es territorial, sei es ungehorsam, sei es das Pöbeln an der Leine, das Ziehen an der Leine. Das sind ja auch so Sachen. Leute, ihr meint, der Hund hat daheim die ganzen Freiheiten, muss den ganzen Tag nicht hören, kriegt das Futter zweimal am Tag frei zur Verfügung, ohne dass er was machen muss. Und nachher meint ihr wirklich, dass er draußen gehorcht? Na Leute, das wird nichts. Erziehung beginnt zu Hause, in den eigenen vier Wänden, im Garten. Und ja, da kann ich so einen Ankömmling an der Leine führen, in der Wohnung, wie im Garten. Die Leute schauen mich immer an, wie wenn ich vom anderen Stern kommen würde, wenn ich sage, Leute, bindet den Hund an, nimm ihn an die Leine in der Wohnung, damit ihr ihm was erklären könnt. Der Kleine baut Scheiße, ihr schimpft dem, der klaut es, rennt weg. Was lernt er? Er lernt, dass er euch verarschen kann, er lernt, dass er flüchten kann, er lernt, dass ihr eigentlich die Trotteln seid, wo bloß schimpft und keine Konsequenz nicht kommt oder auch nicht kommen kann, weil er ja flüchtet. Nicht? Wirklich, Leute, man kann so einen Hund, ihr werdet es mir nicht glauben, im Garten und sogar in der Wohnung an der Leine haben. Das geht, gell, Kleiner? Das geht. Weil wir sollten ihnen das an der Leine erklären. Die müssen zuerst einmal eine Basis lernen. Die müssen lernen, mit Freiheit umzugehen. Ohne Leine wird es schwierig. Mit einem oder anderen Hund mag das gut klappen. So, jetzt wird er lustig. Jetzt jagt man den Schwanz. Super, schütteln ist mal gut. Das sind also Übersprünge aus Langeweile, aus Frust. Aber das wird er bei uns lernen. Dass man da einfach mal chillt. Und nichts macht. Wir haben so viel Garten und nichts machen wir. Wir beobachten nur die Ziegen. Gell, Pagel? Schön ist er schon. Das sagen auch viele. Viele sagen, boah, der ist hässlich. Viele sagen, boah, der ist voll schön. Leute, das ist Geschmackssache, finde ich. Er hat aber ein geiles Wesen. Er ist wirklich ein kleiner, stabiler Knopf. Jetzt müssen wir mal schauen, was er da entdeckt hat.
Er ist wirklich ein kleiner, stabiler Knopf und ein total cooles Wesen. Und das ist einfach ausarbeitbar, wenn ich es gar rausbringe. Und wir schauen eigentlich nicht mehr drauf, wie schaut der aus, was hat der geile Farben. Weil wir sehen so viel geschüttelte Hunde immer. Und da sagen die Leute, naja, er ist zwar geschüttelt, aber dafür ist er schön. Ja, Leute, mit dem habe ich vor Jahren abgeschlossen, dafür ist er schön. Ich habe lieber einen coolen, stabilen Hund als wie einen schönen Hund. Aber ja, da, auch dort dann sich die Geister trennen oder die Meinungen trennen sich da. Ja, jetzt hoffe ich, morgen werden wir mal spazieren gehen. Wie gesagt, im Hof geht er schon ziemlich gut an der Leine. Er braucht halt Führung, der kleine Mann. Dem muss man wirklich zeigen, wie er was zu machen hat. Und das möchte ich auch morgen ein Update machen. Für heute reicht's mir. Kann man sich um den kleinen Pagel kümmern. Geht eh schon über 10 Minuten, sehe ich gerade. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der eine oder andere nimmt was mit. Pagel und ich sagen tschüss. Noch hört er nichts. Noch ist er da, hört nichts. Aber das werden wir sehen, wie sich das verändert. Leute, wir wünschen euch was. See you, bis morgen.